Hau sie raus, die Sadcons. Zeig ihnen, dass du es kannst. Denn der Raider Fucker, der weiß, wie es geht. Zeig dir, wo jeder Gegner steht. Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Ombre und heute habe ich mal wieder einen richtig, richtig geilen Glitch für euch, auf den ich neulich durch Zufall aufmerksam geworden bin. Es geht dabei darum, dass ich die Möglichkeit gefunden habe, unendlich viele Setcoms zu speichern und dann später alle auf einmal rauszuhauen, Alper-Style natürlich. Und als ich den Glitch rausgefunden habe, wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich habe mir einfach in die Hose geschissen! Nein, ich habe mir selbstverständlich nicht in die Hose geschissen, sondern ich habe sofort an euch gedacht und habe mir gedacht, wow, davon musst du auf jeden Fall ein Video bringen, weil das ist ja das Geilste überhaupt. Denn habt ihr nicht auch die Schnauze davon voll, dass das Setcom so vollkommen nutzlos ist? Denn man hat irgendwie immer nur eins und ein Setcom alleine, das wissen wir glaube ich mittlerweile alle, das ist ein Scheiß. Das heißt, du musst immer warten, bis entweder ein Teamkollege ein Setcom hat oder du musst Wiretap benutzen, warten, bis das gegnerische Team eins einsetzt. Im Grunde genommen das mit den Setcoms relativ nutzlos, wenn man irgendwie nicht das Ruder selbst in die Hand nehmen kann. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Als erstes müssen wir einmal ganz kurz einen Blick auf die Klassen werfen. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich relativ einfach. Ihr braucht eine Klasse, wo ihr natürlich ein Setcom drin habt. Möglichst am besten mit dem Hardline-Perk, sodass ihr direkt nach 2 Kills das Setcom auch bekommt. Und dann braucht ihr nochmal eine zweite Klasse, auch mit dem Setcom und am besten auch mit Hardline. Wie die Klassen ansonsten aussehen, vollkommen egal. So, und dann, im Grunde genommen, es funktioniert auch in jedem Spielmodus. Bei Freefall, da bietet sich natürlich am meisten an, weil da braucht ihr im Endeffekt ja nur 3 Setcoms gleichzeitig zu haben, bis ihr dieses, ja, Orbital-Effekt bekommt. Im normalen Team Deathmatch braucht ihr dafür ja 4. Aber im Grunde genommen könnt ihr es benutzen, wo ihr wollt. Ist im Grunde genommen ganz egal. Schritt Nummer 1 ist also, wie gesagt, stellt euch die Klassen ein. Schritt Nummer 2, erspielt euch ein Setcom. Ganz einfach. So. Und wenn ihr das Setcom habt, dann macht ihr Folgendes. Ihr müsst, bevor ihr irgendwas anderes macht, die Klasse wechseln auf die zweite Klasse, die das Setcom drin habt. Und dann müsst ihr sterben. Im Endeffekt könnt ihr euch killen lassen. Oder besser noch, der Pro-Tipp natürlich von mir, ihr nehmt ein C4 mit und killt euch selber, damit natürlich bloß das gegnerische Team keine Punkte dafür bekommt. So, und dann, nachdem ihr respawnt, blende ich es euch auch hier mal ein. Achtet mal jetzt auf eure Killstreak-Anzeige, denn ihr werdet sehen, dass nicht wie in allen anderen Call of Duty-Teilen beim Klassenwechsel die bereits erspielten Killstreaks verloren gehen, sondern sie werden jetzt in diesem extra Slot gespeichert, wo normalerweise dieser Chemstrike oder so, glaube ich, angezeigt wird, oder dieses Care-Package, wenn ihr die Field Orders habt. Da ist jetzt dieses Setcom, das ihr euch erspielt habt, gespeichert worden. Und jetzt macht ihr im Grunde genommen Folgendes. Mit dieser Klasse, die ihr jetzt neu ausgewählt habt, erspielt ihr euch wieder ein Setcom. Und dann macht ihr wieder genau dasselbe. Ihr wechselt wieder die Klasse zu der anderen zurück, killt euch selber. Und dann lasst euch nicht täuschen, denn ihr werdet dann nicht etwa 2 Setcoms irgendwie sehen oder irgendwie die Zahl 2 daneben oder so. Aber es sind tatsächlich dann in diesem Spezialslot von den Killstreaks jetzt bereits 2 Setcoms gespeichert. So, und das Spiel könnt ihr im Endeffekt beliebig lange wiederholen. Also aus reiner Langeweile habe ich es mal bis, ich glaube, 20 Setcoms hochgespielt. Und dann könnt ihr halt im Endeffekt 20 Setcoms auf einmal raushauen und könnt sozusagen ganz alleine dafür sorgen, dass euer Team, oder wenn ihr es im Free-for-All verwendet, dann ihr alleine, dieses orbitalähnliche Radar angezeigt bekommt, wo dann eben die Gegner als Dreiecke angezeigt werden, wohin sie gucken und diese Wellen etwas schneller durchlaufen. Das, was ihr sonst halt eben nur mit euren Teamkollegen gemeinsam erreichen könnt, was halt manchmal in der Abstimmung recht schwierig ist, die Möglichkeit habt ihr jetzt eben ganz alleine. Und noch als kleiner Hinweis, das gilt jetzt nicht nur für das Setcom, das könnt ihr im Grunde genommen mit allen Killstreaks machen. Nicht jede Killstreak lässt sich natürlich parallel ausführen, ich meine, das ist ganz klar. Aber ich denke mal, ihr versteht die Idee. Experimentiert einfach mal so ein bisschen rum. Und da kann man sicherlich den einen oder anderen schönen Schabernack mit treiben. Und ich finde es auf jeden Fall super, super geil. Finde es eine richtig coole Sache. Werde das demnächst mal so ein bisschen austesten. Und ja, lasst mich auf jeden Fall mal wissen, wie euch das gefällt. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen da, wenn euch dieser Glitch gefallen hat. Und wenn euch das auch bei eurem Spiel weiterhelft. Und ja, lasst einfach ein bisschen Feedback da. Das würde mich auf jeden Fall super freuen. Also Jungs und Mädels, dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald wieder. Euer Ombre.